Hallo und herzlich willkommen zu Ostfriesen-WG. Letzte Woche Freitag um 10 Uhr waren wir dabei, euren Tempel zu errichten, um das Fundament für euren ersten Turm zu legen. Es wird einer der 5 Grundpfeiler eurer Magie sein. Heute am Freitag, den 10.02.2023, geht es um den zweiten Teil der 5 Türme der Magier. Es geht um den mobilen Tempel. Fangen wir an. Los geht's! Die meisten Leute haben vermutlich keinen extra Raum für einen Tempel. In diesem Fall brauchen wir einen mobilen Tempel, den wir auf- und wieder abbauen können. Das geht am besten mit einem Tempeltuch. Ein Zelt wäre in dem Sinne gut, da es ein abgeschlossener Raum wäre, aber es ist zu gefährlich, da wir bei unseren Ritualen mit Feuern und Räucherungen arbeiten. Daher besteht im Zelt zum einen Erstickungsgefahr durch Rauchentwicklung in einem so kleinen Raum und die Gefahr von Feuer und das Verbrennen im Zelt ist sehr hoch. Daher vergesst bitte das Zelt. Nutzt ein Tempelbodentuch. Dazu nehmen wir einen großen Bettlaken. Am besten ein neues Bettlaken. Näht eine breite, goldene Borte an der Seite. An nur einer Seite lasst ihr ein Stück frei von ca. 60 cm. Das ist der Eingang zu eurem mobilen Tempel. Und dieser Eingang zu eurem mobilen Tempel sollte im Westen liegen. Nun schneidet ihr aus schwarzem Filz eine 30 cm längliche Säule für den Osten. Die Breite könnt ihr 20 oder 15 cm machen. Wir haben im Hintergrund ein passendes Bild dazu. Ihr könnt das Video pausieren und es abzeichnen, fotografieren oder ein Screenshot erstellen. Wenn ihr dann soweit seid, schneiden wir jetzt eine weiße Säule aus dem weißen Filz heraus. Für die zweite Säule des Ostens, natürlich auch von einer Länge von 30 cm. Die beiden Säulen sollen 60 cm voneinander entfernt stehen und näht es ordentlich und sauber auf das Laken fest. Die weiße Säule umnäht ihr noch mit einer silbernen Borte, damit sie sich vom Laken besser abhebt. Ihr könnt die Säulen leicht ausstopfen, damit sie aufrecht stehen und die Illusion der Säulen besser rüberkommt. Das gleiche macht ihr mit den Süden, Westen und Norden. Achtet darauf, dass die Säulen farblich im Wechsel angebracht sind. Also schwarz, weiß, schwarz, weiß, schwarz, weiß und schwarz, weiß. Jetzt schneidet ihr einen Kreis aus blauem Filz von einem Durchmesser von 30 cm und näht diesen zwischen den Säulen im Osten. Nun schneidet ihr einen roten Kreis von 30 cm Durchmesser aus dem roten Filz und näht ihn in Süden zwischen den beiden Säulen des Südens. Das gleiche macht ihr mit den Westen, ein grüner Kreis aus grünem Filz. Und für den Norden verwendet ihr goldenes Filz oder Gelb für den Kreis, den ihr in den Norden zwischen den Säulen näht. Jetzt erklären wir euch, warum diese Farben gewählt wurden. Denn sie haben eine bestimmte Bedeutung. Der Osten ist der Ort der Luft, daher nehmen wir die Farbe Himmelblau. Der Süden hat die Farbe Rot für das Feuer. Der Westen hat die Farbe Grün für den Ozean. Und der Norden hat die Farbe Gold für das Kornfeld. Das ist der Ort von Gaia, Mutter Erde. Für die Mitte eures mobilen Tempels stellt ihr ein Kreis her, bestehend aus 4 Farben. Siehe Hintergrundbild. Ein Viertel blau für den Osten, ein Viertel für den Süden in Rot, ein Viertel in Grün für den Westen, ein Viertel goldgelb für den Norden. Und diese 4 Teile fügt ihr zusammen zu einem Kreis und näht es in der Mitte eures Lakens fest. Statt dem Kreis in der Mitte könnt ihr auch das Rosenkreuz vom Golden Dorn verwenden.
Aber ich persönlich finde das aufwendiger. Wie das Kreuz aussieht, zeigen wir euch jetzt im Hintergrund. Ihr könnt es wieder pausieren oder es aus dem Internet herunterladen und das Kreuz anschließend aus Filz ausschneiden aus den abgebildeten Farben und in der Mitte eures Lakens nähen. Aber ich finde den Kreis einfacher und erfüllt den gleichen Zweck. Und es soll zweckmäßig sein. Nun müsst ihr euren Tempel, mobilen Tempel, energetisch reinigen. Das macht ihr genauso, wie wir es letzte Woche Freitag beschrieben haben. Mit Regenwasser oder aus fließendem Gewässer und Salz. Wenn ihr euren mobilen Tempel gereinigt habt, braucht ihr noch eine Tasche, in der ihr euren mobilen Tempel unterbringen könnt, damit euer Tempel vor Schutz und Schmutz und Blicken geschützt ist und auch nicht beschädigt werden kann. Wenn die Tasche mit Seide gefüttert ist, dann ist euer Tempel in der Tasche gut geschützt. Damit euer mobiler Tempel die Aura eines solchen Tempels annehmen kann, müsst ihr euren Tempel jeden Tag aufbauen, um in ihm zu meditieren und magische Arbeiten in ihm zu vollrichten, bis ihr in eurem Tempel die Aura eines wahren Tempels fühlen könnt. Letzte Woche hatten wir den festen Tempelraum gereinigt. Heute haben wir einen mobilen Tempeltuch erstellt und gereinigt. Nun beginnen wir mit der Selbstreinigung. Zum Teil haben wir letzte Woche schon mit der Selbstreinigung begonnen, als wir in unserem festen Tempelraum die Möbel entfernt hatten und alte Teppiche entfernt hatten, die alten Tapeten abgekratzt und auch die alten Vorhänge entfernt hatten und den Raum neu gestrichen haben und alles erneuert hatten und ihn gründlich gereinigt hattet und auch energetisch gereinigt habt. Der Raum wurde von allen alten und nutzlosen Dingen befreit und das Gleiche habt ihr teilweise mit eurem Unterbewusstsein gemacht. Da der Tempel ein Teil von euch sein wird, nun gehen wir noch weiter, euch von euren abgenutzten Gedanken und Problemen zu reinigen. Der physische Körper ist wie ein Gebäude, eine Kirche, Kapelle oder Tempel vergleichbar. Und der Horizont ist der menschliche Geist. Von dort aus gelangen wir in den höheren Bereichen, den Innenhof oder das Hauptschiff unseres astralen Körpers. Dann kommt der Ort der Abgeschiedenheit, den Hauptteil des Gebäudes, der vom geheiligten Gebiet getrennt ist. In den alten Tempel ist es die niedere Passage, die zu den Göttern führt, wo sie wohnen. In uns ist es der höhere mentale Körper und zu guter Letzt gibt es einen kleineren leeren Raum, den Schleier der Mysterien, den Hochaltar, den geistigen Funken des Menschen. Jetzt gehen wir in unsere Vergangenheit. Das klappt am besten mit einer Meditation. Der beste Ort für diese Reise in eure Vergangenheit ist euer neuer Tempel. Aber ihr könnt dieses auch im Zug, Bus, Arbeit oder Hotelzimmer machen, wenn ihr viel unterwegs seid. Aber in euren Anfangszeiten solltet ihr solche Meditationsreisen bevorzugt in eurem Tempel erledigen. Lea Maslaugan bringt seine Schüler mit Hilfe eines Steinkreises in die Anderswelt. Von dort durchqueren sie einen runden Steintor der Maya und gelangen so in ihre Vergangenheit. Das Gleiche könnt ihr über euren Tempel erreichen. Ihr geht zu einer frischen Vergangenheit, eine Situation, die euch belastet. Ihr beobachtet die Situation als Beobachter. Das heißt, ihr durchlebt sie noch nicht. Ihr seid ein neutraler Beobachter. Dann kehrt ihr zurück zu eurem Tempel. Verlasst euren Tempel. Nun schreibt ihr die Situation auf einen Zettel. Anschließend fühlt ihr euch in dieser Situation hinein und durchlebt alle negativen Gefühle. Aber auf keinen Fall im Tempel ausleben. Geht dabei am besten in die Natur. Schreibt diese negativen Gefühle auf einen Zettel.
Anschließend verbrennt ihr den Zettel in eure Feuerschale und fühlt dabei, wie alles Negative von euch fällt und sich auflöst. Nach einer halben Stunde Warten geht ihr wieder zurück nach Hause. Zu Hause wartet ihr eine Stunde ab. Dabei könnt ihr zum Beispiel einen lustigen Film gucken, euch ablenken, irgendwas Positives machen, was euch Spaß macht. Und geht entspannt in euren Tempel. Geht in eure Vergangenheit zu dieser Situation zurück. Ihr befindet euch nun an diesem Ort und die Situation ist verschwunden. Ihr sagt, alles hat sich aufgelöst und ist verschwunden und vergeben. Zeichnet mit eurem Finger das Santi-Symbol in die Luft, siehe Hintergrund, und sagt dreimal das Mantra: Hier herrscht nun Frieden, Santi. Hier herrscht nun Frieden, Santi. Hier herrscht nun Frieden, Santi. Anschließend kehrt ihr zurück zum Tempel. Am nächsten Tag gönnt ihr euch eine Pause. Auf dem darauffolgenden Tag geht ihr wieder entspannt in euren Tempel und reist ein Stück weiter in eure Vergangenheit zur nächsten Situation, die euch belastet. Schaut euch diese Szene als neutraler Beobachter an. Anschließend kehrt ihr zurück in euren Tempel, geht wieder raus in die Natur mit Feuerschale oder Aschenbecher, Papier und Stift. Ihr könnt auch eine Flasche Wasser zum eventuellen Löschen mitnehmen. Schreibt die Situation auf einen Zettel. Nun durchlebt ihr wieder alle negativen Gefühle und schreibt sie wieder nieder. Anschließend verbrennt ihr den Zettel und fühlt, wie die negativen Gefühle sich im Feuer und Rauch auflösen. Nach 30 Minuten geht ihr wieder nach Hause. Nach einer Stunde geht ihr wieder zurück in euren Tempel, reist in die Vergangenheit zu dieser Situation, aber nur an dem Ort des Geschehens. Dann, die Situation ist verschwunden. Ihr macht wieder das Santi und das Symbol und sagt dreimal das Mantra und kehrt wieder zurück. Den nächsten Tag pausiert ihr wieder. Am darauffolgenden Tag wiederholt ihr das Ganze. Und das macht ihr so lange jeden zweiten Tag, bis sich alle eure negativen Erfahrungen sich in Rauch aufgelöst hat. Das war jetzt die Selbstreinigung. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Nächste Woche reden wir über die wahre Magie und Meditation. Wir sehen uns nächste Woche Freitag um 10 Uhr. Seid gespannt und bleibt dabei.